Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein weiteres What I Read Next Video für euch. Und zwar dürft ihr wieder aussuchen, was ich im Januar lesen werde. Ich habe euch 4 Bücher hier bereitgelegt und ihr müsst entscheiden, welches davon im Januar von meinem Sub befreit werden soll. Ich habe, denke ich, diesmal eine bunte Mischung gemacht. Ich mache ja öfter mal so ein Themenvoting, dass zum Beispiel nur New Adult Bücher sind oder dass es nur Bücher mit Farbschnitt sind oder. Dieses Mal gibt es aber kein klassisches Thema, sondern ich habe einfach 4 Bücher von meinem Sub genommen, die ich gerne zeitnah davon befreien würde. Und da brauche ich wie immer eure Hilfe. Beziehungsweise möchte einfach, dass meine Community ein bisschen Mitspracherecht bei meinem Lesemonat hat. Ich finde das immer sehr, sehr schön, weil ihr auch immer super lieb argumentiert, warum ich genau dieses Buch lesen sollte. Und das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Buch. Das liegt auch schon eine Weile hier und ich möchte es eigentlich sehr zeitnah allgemein lesen, also ob ihr es jetzt auswählt oder nicht, weil, ja, ich es einfach sehr, sehr gerne mag und endlich wissen will, was hinter der Geschichte steckt. Und zwar ist das Falling Heart for the Royal Guard von Megan Clausen. Von ihr habe ich noch nichts gelesen, aber ich habe ja, seit ich im Mai in London war, so einen kleinen Fable für die Stadt entwickelt und habe dann auch zum ersten Mal diese Royal Guards gesehen und es würde einfach passen, dass ich da jetzt auch mal ein Buch zu lese. Love is in the air. Maggie Moore lebt zwar in märchenhafter Umgebung im Tower von London, ist aber weit vom Status einer Prinzessin entfernt. Stattdessen verkauft sie Eintrittskarten an Touristen. Keine Spur von edlem Ritter oder weißem Pferd. Ihre Freunde raten ihr zu Tinder, wo sie Schwindler, aber nicht den richtigen trifft. Und als eine Begegnung auf spektakuläre Weise endet, gibt Maggie die Hoffnung fast schon ganz auf. Dann sieht sie Freddy von der königlichen Garde und spürt, dass sie die Liebe keineswegs abgeschrieben hat. Er könnte doch ihr persönlicher Royal Guard sein. Aber wie erregt man die Aufmerksamkeit von jemandem, dessen Job es ist, jegliche Ablenkung zu ignorieren? Buch Nummer 1. Das nächste Buch habe ich euch im letzten Jahr schon ein, zweimal vorgestellt. Ich glaube, es war nicht in einem What I Read Next Video, sondern zur Bookish Christmas Aktion. Es ist nämlich immer noch eins der Bookish Christmas Bücher, das ich leider noch nicht geschafft habe zu lesen. Aber ich werde es zeitnah nachholen. Und zwar ist das Kolibri-Herzschlag von Patricia Renaud. Es klingt für mich auch super spannend und ich möchte es auch wirklich gerne von meinem Klappentext, von meinem Sub befreien. Der Klappentext ist nämlich auch sehr, sehr witzig und ich glaube, ich habe es auch in meinen 3 Büchern, die ich unbedingt noch zeitnah lesen möchte oder noch 2023 lesen möchte, drin gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, ich habe es 2023 leider nicht mehr geschafft, aber möchte das halt jetzt zeitnah nachholen. Was ist der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe? Laura und Jasper sind früh Eltern geworden und führen ein harmonisches Leben. Diese Idylle wird jäh unterbrochen, als ihre 14-jährige Tochter auf eigenen Wunsch in ein Sportinternat zieht. Plötzlich hat Laura Zeit zum Nachdenken und in ihrem Kopf werden bohrende Fragen wach. Will sie beruflich mehr erreichen? Ist sie eigentlich glücklich? Und wohin ist das Herzklopfen verschwunden, das Jasper bei ihr ausgelöst hat? In dieser Situation wird Laura wieder an den verrückten Pakt erinnert, den die beiden am Tag vor ihrer Hochzeit geschlossen hatten. Jeder durfte einen Prominenten benennen. Sollte sich in der Ehe jemals die Chance ergeben, eine Nacht mit diesem Promi zu verbringen, wäre das ohne Konsequenzen erlaubt. Nie hätte Laura erwartet, dass das jemals passieren würde, aber dann steht sie dem sexy Rockstar Cosmo tatsächlich gegenüber und ihre Welt gerät vollends ins Wanken. Buch Nummer 2. Und wie schön farblich das zu meinem Pulli passt. Ein Traum. Das nächste Buch ist ein Buch, das schon wirklich sehr, sehr lange hier liegt und es ist auch wirklich eins der ältesten auf meinem Sub. Ich habe es euch, glaube ich, auch im letzten Jahr schon einmal hochgehalten, also gegen Ende des Jahres. War das vielleicht auch in meinen Büchern, die ich 23 noch lesen möchte?
Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das zeigt ja auch einfach, dass ich sie endlich von meinem Sub befreien möchte. Und zwar wäre das Die Last der Krone von Christine Thomas. Ein wunderschön illustriertes Buch. Also richtig schön. Zwischendurch kommen, glaube ich, auch immer kleine Füchse. Und jetzt muss ich gerade gucken, ob ich eins finde. Wo ist er denn, der Fuchs? Da. Kleine Füchse, so als Trennzeichen zwischen Teilkapiteln, würde ich es einfach mal behaupten. Und auf der Seite, wo ein neues Kapitel anfängt, ist auch mal so ein kleiner Fuchs drauf. Also man merkt einfach, es ist ein Self-Publisher-Buch und da kann man sich kreativ einfach ausleben, wie man es gerne möchte. Und das ist einfach schön. Und deshalb liebe ich auch einfach das Dasein als Self-Publisher und unterstütze das auch sehr gerne. Ihnen sind Lügen wichtiger als Wahrheiten, Glanz statt Staub und Macht anstelle von Liebe. Der 17-jährige Etienne ist Thronerbe von Fuchsfels, dem größten Königreich des Nordens. Seit er denken kann, wird er auf Wortgefechte und Feldzüge vorbereitet, aber nicht auf die Schlacht, die er mit sich selbst führt. Der junge Prinz hegt Gefühle für den Bediensteten Noel, die seiner königlichen Pflicht, einen Erben zu zeugen, im Weg stehen. Deshalb fordert sein Vater, dass Etienne der Liebe entsagt. Aber wie verschließt man sein Herz, wenn man es längst verschenkt hat? Buch Nummer 3. Und last but not least kommen wir zu Buch Nummer 4 und das wäre Wir irgendwann von Kira Mohn. Das ist ja der zweite Band ihrer Wir-Reihe. Ich weiß nicht, wie die Reihe heißt. Ihrer Schottland-Reihe. Unterwegs in den Highlands. Doch, sie heißt wirklich die Schottland-Reihe. Das war jetzt eigentlich nur ins Blaue reingeschossen. Aber ja, da sieht man auch nochmal ihre ganzen Bücher. Die ersten beiden habe ich noch nicht gelesen. Die hier haben mir leider nicht so gut gefallen. Und da habe ich Band 1 gelesen und der hat mir wirklich gut gefallen. Oh, da ist auch eine schöne Illustration drin oder ein Foto. Ja, ist wahrscheinlich ein Originalfoto. Vielleicht hat sie das auch selbst gemacht. Sie ist ja so ein Schottland-Fan. Da auch nochmal. Ja, jetzt habe ich euch super viel von dem Buch gezeigt, aber noch gar nicht erzählt, um was es geht. Beziehungsweise im ersten Band geht es eben um ein Mädchen, das auf der Suche nach seiner Mutter oder seiner wahren Familie ist. Und hier geht es eben um die Geschichte der Mutter. Das ist ein Mutter-Tochter. Eine Mutter-Tochter-Reihe, so würde ich sagen. Und ja, dass die Tochter die Mutter findet in Band 1, ist irgendwo klar, sonst gäbe es ja keine Mutter-Tochter-Reihe. Deshalb verrate ich euch jetzt auch nicht zu viel, wenn ich euch den Klappentext vorlese, falls ihr den ersten Band noch nicht gelesen habt. Ein schlechter Scherz. Das ist der erste Gedanke, der Emmeline durch den Kopf geht, als plötzlich eine junge Frau vor ihr steht und behauptet, ihre Tochter zu sein. Em hat keine Kinder. Mehr noch, sie kann keine Kinder bekommen. Dieser dumme Scherz ist also alles andere als witzig. Er ist grausam. Doch die junge Frau meint es ernst. Sie ist überzeugt, dass sie verwandt sind. Nach einer schockierenden Enthüllung beginnt so für M eine Reise in die Vergangenheit und zu einem Mann, an den sich nur ihr Herz erinnern kann. Buch Nummer 4. Das waren alle vier Bücher, die ich euch zur Auswahl vorstellen wollte. Ich werde sie euch jetzt im Schnelldurchlauf wie immer nochmal zeigen. Und das wäre einmal Buch Nummer 1, Falling Heart for the Royal Guard. Buch Nummer 2, Kolibri Herzschlag. Buch Nummer 3, Die Last der Krone. Und Buch Nummer 4, Wir irgendwann. Jetzt liegt's an euch. Ich verlinke euch die Bücher wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr auch nochmal den Klappentext nachlesen und euch vielleicht nochmal anschauen, welches Buch es denn werden soll. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier zieht es gerade so richtig zu. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen spazieren gehen. Aber warten wir mal ab. Ich wünsche euch was. Habt's fein. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.